Hallo, ihr Süßen! Ja, heute habe ich das allererste Entwicklungsgespräch in der Kita für unseren kleinen Sohn Noah. Es wird darüber gesprochen, wie der Kleine sich so macht und ja, wie er sich dort in die Gruppe einfügt, wie er mit den Erziehern klarkommt, wie er mit den Kindern klarkommt und mit den Regeln. Und ja, aber so wie ich meinen kleinen Mann einschätze, macht er das ganz prächtig, weil er hat irgendwie gar keine Scheu vor anderen Kids oder anderen Gruppen oder whatever. Also ich bin ja schon total gespannt. Das ist im Grunde unser allererster, ja, Elternsprechtag. Bleibt dran. So, heute geht's jetzt los. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Kita. Jetzt haben wir das Entwicklungsgespräch. Praktisch unser erster Elternsprechtag. Sind schon ganz gespannt, was jetzt vielleicht rauskommt. Eine Note für Noah. Ob er versetzt wird, meinst du? In die nächste Stufe. Nee, Ja. Quatsch. Da gibt es ja nicht sowas. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Also, ach. Und dann nehmen wir den Kleinen auch gleich direkt mit, ne? Bist du irgendwie gespannt oder bist du auch sentimental? Nein, ich bin nicht sentimental. Normalerweise bist du sentimental. Doch, du bist gleich sentimental. Boah, nicht so reden, dann bin ich ja gerührt. Hallo, ihr Süßen, wir sind zurück von unserem Entwicklungsgespräch. Ja, ich bin ganz stolz drauf. Ach, ich muss mal eben das Handy holen, da habe ich mir nämlich Notizen gemacht. Guckt euch mal meine Hülle an. Seht ihr das? Das glitzert hier und da sind Einhörner drauf. Voll cool, ne? Die habe ich jetzt neu. Mein Mann so, boah, das ist ja voll die Mädchenhülle. Ich so, ja und? Ich bin ja auch ein Mädchen. Ist ja wohl voll geil hier, ne? Okay, kommen wir mal kurz zum Wichtigen. Da geht es um den Morgenkreis. Da haben die einmal in der Woche einen spanischen Morgenkreis, immer mittwochs. Und der Noah ist da mal ganz kräftig am Mitsingen, total süß. Der spanische Morgenkreis, da werden alle Kinder in der Kita mit eingebunden. Also wirklich die Großen und die Kleinen. Und da sitzen die alle in der Turnhalle im Kreis und dann geht es dann richtig rund. Und dann haben die auch noch jeden Morgen sowieso einen Morgenkreis. Bei ihm heißt das Stube, in seiner Stube. Und ja, und da erzählen die und da werden auch so Regeln aufgestellt. Zum Beispiel nicht beißen, nicht kratzen, nicht schubsen, freundlich sein, lieb sein zu den anderen Teilen, Spielzeug teilen. Also da erklären die Erzieherinnen immer, was am Tag so ansteht, was sie so machen, ob die rausgehen, ob die in den Garten gehen oder ob die vielleicht auch sogar ein Spiel Nachmittag machen im Wald oder irgendwie sowas. Also die gehen auch schon mal raus mit den Kindern, aber das kündigen die immer den Eltern vorher an. Sogar zur Feuerwehr und solche Dinge, also richtig coole Sachen machen die, ne? Oder Weihnachten gehen die halt backen in der Bäckerei oder sowas. Und von der Entwicklung her macht er sich prächtig, auch von der Sprache. Ich meine, ich sehe das ja selber, jeden Tag bringt er ein neues Wort oder neue Sätze mit nach Hause und ja, der hat da eine echt coole Entwicklung gemacht, muss ich auch sagen, seit August. Na, alleine schon vom Sozialverhalten her. Etwas, was er zu Hause ehrlich gesagt in dem Ausmaß jetzt nicht gelernt hätte, weil hier sind nun mal keine gleichaltrigen Kinder. Und wenn das jetzt Geschwister sind, hätte er ja vielleicht noch ein Geschwisterchen. Aber dort muss er ja wirklich mit sich auch unter vielen Kindern behaupten und sich auch mal durchsetzen oder sich auch mal unterordnen oder Dinge teilen. Dort hat er die Möglichkeit, mit vielen Jungs zu spielen, dort hat er die Möglichkeit, mit vielen Mädchen zu spielen. Ja, und das ist echt ganz cool. Dann haben die jetzt seit Neuestem haben die auch Erzählkreise eingeführt. In diesen Erzählkreisen werden die Kinder aufgefordert, nach der Reihe dürfen die Dinge erzählen. Einfach, was die gerne möchten, was sie zu Hause erlebt haben, was sie am Wochenende gemacht haben. Und dann quatschen die Kinder. Und da sagten auch die beiden Bezugspersonen von Noah, das ist immer so witzig, wie die Kinder sich untereinander unterhalten. Das ist so süß. Ach so, und was ich noch nicht wusste, der kleine Mann, der macht ja sowieso immer also eine Stunde lang den Mittagsschlaf in der Kita, das ist klar, den braucht er auch noch. Aber er braucht immer ein Kuscheltier. Er schläft zu Hause nicht mit einem Kuscheltier. Das haben wir von Anfang an gar nicht so gemacht mit Kuscheltier oder irgendwie sowas, weil das ja vorkommen könnte, dass man das verliert oder dass das irgendwie, dass wir mal irgendwo sind und ja, er muss einfach ohne irgendeine Hilfe, habe ich immer gedacht, besser einschlafen. Dass er einfach nicht darauf angewiesen ist, wenn er das mal jetzt nicht hat. So, jetzt habe ich es. Aber in der Kita sind mein Papa nicht da und da braucht er anscheinend ein Kuscheltier. Und da hat mir die Erzieherin erzählt, die haben da so eine Kiste, die Kinder dürfen sich jeweils immer ein Kuscheltier aussuchen und der Noah
sucht sich immer den Frosch aus, den grünen Frosch. Und kein anderes Kind darf sich diesen Frosch schnappen, weil sonst weint er. Und mittlerweile wissen die Kinder das, das haben die ganz schnell gelernt, dass alle Kinder wissen, dass die sich nicht diesen Frosch schnappen dürfen. Und ja, weil er Noah gehört. Und die sagen auch schon von selber, das ist Noahs Frosch. Und die hören immer Schlaflieder, so eine CD. Und diese CD wird es mir auch aufschreiben, der Titel. Und dann werde ich mir das bei iTunes runterladen. Und einfach mal abends, wenn er vielleicht irgendwie unruhig ist oder so, kann ich einfach diese Songs laufen lassen. Was eine schöne Erleichterung. Und ja, wir sind da auf jeden Fall richtig stolz, dass er sich so toll macht, dass er so, ja, so prächtig sich entwickelt hat. Und ja, das sind natürlich so Fragen und Gedanken, die man sich so macht als Eltern. Ne? Ist alles in Ordnung? Kommt er auch in der Gruppe klar? Wie macht er sich mit anderen Kids? Wie macht er sich mit älteren Kindern und so weiter? Und der Noah ist da anscheinend ein echt easy Kerlchen und auch gewieft genug und geschickt genug, um sich gewissen Situationen anzupassen. Ja, mein Junge, ne? Ja. Also, ein Entwicklungsgespräch hat mich jetzt happy gemacht, da bin ich ganz zufrieden und der Noah wird versetzt. Hallo, ihr Süßen, ich werde jetzt was gemeinsam mit euch kochen und zwar gibt es wieder wie immer Low Carb. Und was machst du da? Es gibt Lachs, immer zwei Pakete mache ich, Lachsfilet. Ah, Habibi, super, was du da machst. Ach, der kleine Mann, der ist immer so süß. Und dazu habe ich schon eine Kohlrabi geschnitten und eine Paprika geschnitten. Ein ganzes Bündchen Lauchzwiebel. Und das hat meine Schwester mir mitgegeben letztens, so eine ganze Tüte voll. Ich werde das jetzt mal testen, weil das darf jetzt nicht zu scharf sein. Obwohl der Noah, der haut sich echt alles rein, was wir machen. Und ich werde jetzt gleich noch Rosmarinkartoffelchen machen im Backofen. Ich werde den Lachs jetzt scharf anbraten und dann auch mit in den Backofen nehmen. Yes, ich freue mich. Geiles Essen. Ja, kleiner Mann hier. Hallo. Ja, und ich werde jetzt, aber mir und meinem Mann packe ich den Lachs nachher auf den Salat mit dem Gemüse und der Noah kriegt dann die Kartoffelchen und wir essen dann morgen Mittag die Kartoffeln, ne? Also Low Carb abends. So, guck mal, da wird sich hier, ne, ganz unauffällig der Kohlrabi stibitzt. So, ihr Süßen, das ist frischer Rosmarin aus meinem Garten. Habe ich gerade nur mit Socken bin ich rausgerannt, mit einer Schere bewaffnet und habe diesen Rosmarinzweig erfolgreich abgeschnitten und mir natürlich die Füße abgefroren. Aber egal, dieser Rosmarinzweig wird jetzt gewaschen und dann hier auf meine geilen Kartoffeln gelegt. Mega. Kuckuck. Jetzt wieder von der Seite. Ich werde jetzt das Gemüse hier in eine Schüssel packen und das ist nämlich jetzt fertig. Ich würde sagen, bei 175 Grad langsam garen und dafür dann so 40 Minuten auf jeden Fall. Ach, herrlich. Jetzt ist hier wieder alles sauber hergerichtet. Ich muss noch eben die Pfanne abtrocknen und wegräumen. Ja, hinter mir ist das Essen noch im Backofen. Es ist gleich aber fertig. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Der kleine Mann ist gerade ein bisschen aufgebracht und unruhig. Er möchte gerne irgendwie Kika gucken, aber wir essen jetzt zu Abend. Papa ist gerade gekommen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Macht's gut, tschüss.